Hallo YouTube, grüßt euch Twitch-Läuse. Ja, wir sind beim Part 2, nämlich dem Demon Hunter. Wir werden das jetzt ein bisschen schneller durchgehen, weil es ist ja jetzt nicht alles neu. Also, es bleibt, was ich gesagt habe. Wenn ihr denkt, was labert der, dann guckt euch bitte als erstes das Seelenfragment-Video zum Warlock an. Denn da habe ich auch schon die ganzen Karten besprochen, die halt für beide sind. Also, Geisterfessler, absolut großartige Karte, wenn man das Seelenfragment spielen möchte. Einmal eine 1-3, 2 ins Deck mischen, super. Seelenschnitter, 3 Damage machen, 2 Seelenfragmente ins Deck. Absolut stabile Karte, wenn man Seelenfragment-Deck spielt, absolut super. Und auch Seelenkundlerin Malizia, auch weiterhin im Demon Hunter. Eine absolut großartige Karte, die spätestens ab 2 Seelenfragmenten gut ist. Ab dem 3. wird sie mega und ab dem 4., 5., 6. explodiert sie absolut. Und wenn der Gegner halt keinen Konter hat, kein Removal, kein AOE, dann hat man halt gewonnen. Also ja, großartige Karte. Aber wie gesagt, die habe ich alle im Demon im Warlock-Video schon besprochen. Das möchte ich also jetzt einigermaßen kurz abhaken. Guckt euch also bitte, wenn ihr das, was ich dazu sagen habe zu der Karte, oder ein bisschen mehr zu sagen habe, guckt euch das Warlock-Video an. Ich wollte jetzt hier nur auch nochmal auf die Demon Hunter Spezialkarten eingehen. So, der Demon Hunter hat als Only Demon Hunter Karte die Seelenfragmente generiert. Also da, wo der Warlock ein 2 Damage AOE hat, was ja auch zum Warlock passt, hat der Demon Hunter, was zum Demon Hunter passt, natürlich eine 4 Mana Waffe. 4 Mana 4-2, das ist so, also 4 Mana 4-2 ist so das, was Waffen haben, die gut sind. Trusselver Champion, 4 Mana 4-2. Es gab mal eine Kriegerwaffe, die hatte, glaube ich, 4 Mana 4-2 mit dem Wirbelwind. Also 4 Mana 4-2 ist so die. Die Schurkenwaffe kostet 4 Mana 4-2, die einen Diener auf die Hand nimmt und der kostet 2 weniger, also mit dem eingebauten Status. Also alle guten Waffen, die was von sich halten, hatten 4 Mana 4-2er Stats und das, man macht halt für 4 Mana theoretisch 8 Damage, kann 2 Diener wegtraden, das ist schon alles okay. Also die Waffe an sich ist okay gestattet oder hat gute Stats. Und dann mischt sie halt noch als Kampfschrei 2 Seelenfragmente ins Deck. Also eine aggressive Waffe, die dir 2 Seelenfragmente ins Deck mischt. Und ich denke, wenn man die Seelenfragmente spielt, natürlich auch eine klare Karte, die ins Deck kommt, weil sie nicht schlecht ist. Für den Demon Hunter. So, dann hat der Demon Hunter die Fragmentmystikerin. Eine 3 Mana 3-2er Karte. Kampfschrei zerstört ein Seelenfragment in eurem Deck, um allen anderen Dienern 3 Schaden zuzufügen. Ja. Das ist eine Karte, die verdammt genial ist. Ich meine, kennt ihr noch den Priester-Diener, den Drachen? Ja, es gab mal einen 4 Mana 3-3er Drachen, der 3 Schaden auf alle Diener gemacht hat, wenn man einen Drachen auf der Hand hatte. Der Drache war absolut mega, absolut super OP und kostete 4 Mana. Das Ding hier kostet 1 Mana weniger und hat nur ein Leben weniger. Also, die Karte ist absolut OP und absolut super stark. Ich würde sie lieben in meinem Control-Schaman, in meinem Control-Warlock, in meinem Control Priest. Ich würde diese Karte lieben und würde sie sofort spielen. Die Frage ist halt nur, inwiefern passt sie in den Demon Hunter? Okay, will der Demon Hunter den einen oder anderen Clear spielen, um halt auch gegen aggressive Decks anzukommen? Dann ist die Karte super. Oder gibt es eine Art von Control Demon Hunter, wie es sie im Moment schon gibt, der halt das Board clear halten möchte und damit der Waffe und mit Metamorphose will er den Gegner töten? In so eine Art von Demon Hunter, da passt die Karte auf jeden Fall super rein. Also ja, Fakt ist, 3 Mana 3-2 und dann noch 3 Damage AOE machen für 3 Mana ist absolut großartig und absolut mega. Die Frage ist halt, in was für Demon Hunter Decks passt sie rein? Und ja, denn in einem Token Aggro Demon Hunter, Tempo Demon Hunter, wo du dein eigenes Board auch noch zerstörst, da würde die Karte jetzt wirklich nicht reinpassen. Aber wenn es einigermaßen Midrange Control ist und du den Gegner irgendwie anderweitig töten möchtest, auf Dauer, über Zeit ein bisschen, dann ist die Karte natürlich absolut großartig. Und kommen wir zu über Dauer, über Zeit ein bisschen töten. 5 Mana 5-5, die Seelensplitterformerin, zerstört ein Seelenfragment in eurem Deck, um eurem Helden 5 Angriff zu verleihen. Also, du spielst einen 5 Mana 5-5er und kriegst 5 Angriff. Ja, ist eine gute Karte, keine Frage, denke ich. 5 Mana 5-5er Stats sind völlig okay, also völlig gute Stats für 5 Mana. Und dazu dann noch quasi einen Feuerball bekommen, den man dem Gegner ins Gesicht schleudern kann, was der Demon Hunter wahrscheinlich oft genug macht. Oder natürlich auch einen Trade, also man kann traden, wenn ein Trade sein muss, kann man traden. Oder man hat die Gleve angelegt,
Dann tradet man zwei Diener mit 8 Damage und geht dann noch mit 8 Damage ins Face zum Beispiel. Also ja, absolut gute Karte und ja, wenn man die zweimal spielt, sind das 10 Angriff, sind schon mal 10 Leben, die der Gegner weniger hat. Allein, das heißt, ein Drittel meines Lebens ist schon weg, nur wegen der Karte. So, jetzt macht die Waffe noch 8 Damage, das sind schon 18 Damage. Also allein die Waffe und die Tante zusammen sind 18 Damage, die ich hier sehe. Und das meine ich, es könnte halt wieder so ein Deck, es könnte wieder so ein Demon-Deck geben, was mit der Waffe, mit der Splitterformerin, mit Metamorphose, dass den Gegner über Zeit halt seine 30, 40, 50 Schaden ins Gesicht ballern möchte. Und dafür sehe ich die beiden Karten tatsächlich ganz nice, weil die machen ja viel Damage, die da auch ins Gesicht gehen. Und dann würde auch die Karte Sinn machen, um halt das Board clear zu halten, um halt die Zeit zu haben, dass man diesen ganzen Schaden ins Gesicht des Gegners machen kann. Dafür wäre dann auch die Fragmentmystikerin gut. Ich bin beim Warlock-Kind ja noch auf die anderen Karten eingegangen und viele von den anderen Karten hatten dann noch Synergie mit den Seelenfragmenten. Das sehe ich jetzt hier nicht so. Gleiten hat jetzt für die Seelenfragmente nicht unbedingt was zu tun. Der Krähen ist so eine gute Karte, aber auch nicht. Dämonologie. Ja gut, du kannst Dämonologie weiter mit dem Fessler spielen. Also diese Kombination. Turn 1 Dämonologie, Turn 2 zwei Geisterfessler. Das würde jetzt auch hier funktionieren. Also die Kombo geht auch hier. Aber der Rest ist, das ist kein Dämon, das ist kein Dämon. Also der Demon Hunter kriegt nur einen einzigen Dämon dabei in dem Set. Ich wette, dass der Demon Hunter noch mehr gute Dämonen hat, die man kopieren kann, ne? Keine Frage. Aber in dem Set jetzt hier ist nur ein Dämon dabei, also das ist auch nur eine Kombi. Stelina hat nichts damit zu tun, also wir hat, bis auf Dämonologie mit dem Fessler, ist jetzt keine weitere Demon Hunter Karte, die jetzt aus dem neuen Set, die jetzt irgendwie Kombination damit hat. Ja. Wie gesagt, ist halt die Frage. Die Karten für sich sind alle super. Ein Mana 1-3, zwei Schaden machen, eine 4-Mana 4-2er Waffe. Das sind super Karten, die man so spielen kann. Plus die Seelenfragmente. Dann das Mega AOE. Die zwei Feuerbälle, die man durch die bekommt. Und natürlich Malizia, die einmal das Board voll klatscht als super krasse Legendary. Das Set an sich ist gut. Beim Warlock sehe ich es halt als klares Control-Set, also Midrange, besten Fall, aber ich denke eher sogar ein bisschen Control-y. Beim Demon Hunter geht natürlich auch wieder viel um Face-Damage, um Burst. Und da ist halt die Frage, ist ein normales Tempo-Demon Hunter-Deck besser? Oder ist ein Token-Demon Hunter-Deck besser? Oder wie auch immer? Oder ist halt wirklich das beste Deck das, was mit Seelenfragment spielt? Das ist halt wirklich die Frage. Das Set an sich ist nice, die Karten an sich sind nice. Aber ist das hier das beste Demon Hunter Deck, was man bauen kann? Kann man damit gut gewinnen? Macht es genug Schaden? Weil am Ende geht es schon um Schaden. Also das ist jetzt hier kein totales Control-Set, was der Demon Hunter hier hat. Ja, und ist es dann besser als ein Tempo-Demon Hunter, als ein Token-Demon Hunter oder wie auch immer? Kann man daraus einfach ein Set bauen, was den Gegner vernünftig tötet? Das weiß ich nicht. Ich habe wenig Demon Hunter gespielt, ich habe wenig Demon Hunter Erfahrung. Insofern muss ich ganz ehrlich sagen, dass man Demon Hunter wirklich... kann ich die Karten am schwierigsten einschätzen. An sich ist das ganze Set für sich gesehen aber ziemlich nett. Und auf jeden Fall ist da Potenzial hinter. Persönlich aber natürlich finde ich das Warlock-Set viel besser, weil das Warlock-Set natürlich mehr auf Control geht. Und mir das Hoffnung gibt, dass irgendwie ein Control-Warlock spielbar ist. Ja. Okay, Freunde. Das war mein kurzer Blick. Ich guck mal eben, ob ich jetzt mal endlich einen so ein Seelenfragment finde für euch. Aber auf irgendeiner Karte noch kurz das Seelenfragment zu finden ist. Ich hatte es eigentlich auf der Karte hatte ich es eigentlich eben. Hier war eben, konnte man die Seelenfragmente sehen. Da! Yay, da ist es, Leute! 0 Mana, beim Ziehen gewirkt, stellt bei eurem Helden 2 Leben wieder her. Ja, hätte man eigentlich ans Anfang des Videos packen sollen, aber ich habe es eben versucht, habe ich es nicht gefunden. Ja, wenigstens, wer sich alles anguckt, also das ist es. Ihr zieht halt dieses Seelenfragment, stellt 2 Leben wieder her und dann zieht ihr die nächste Karte. Ja, 0 Mana. Wenn du es ziehst, kriegst du 2 Leben. Ganz. Und das ist halt die Karte, die immer kaputt gemacht wird, wenn man diese Seelenfragmentkarten spielt, die halt die Seelenfragmente brauchen. Ja, habe ich euch das auch noch kurz gezeigt. Sehr schön. Okay, Freunde, bis zum nächsten Card-Reveal-Video.
was dann spätestens morgen kommen dürfte, würde ich sagen. Und dann ist es auch bald schon vorbei. Wir haben die Season bald geschafft. Dann gibt es wahrscheinlich noch einen Abschlussstream von Blizzard, wo wieder ganz viele Karten kommen. Und dann, ja, so langsam können wir uns freuen. Macht's gut. Dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast, unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste. Ne? Täglich Fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.